Pectoralis major und minor liegen auf der Ventralseite und sind der große und der kleine Brustmuskel. Der Pectoralis major liegt in diesem Bereich, der Pectoralis minor liegt darunter. Der Pectoralis hat einen Pars clavicularis, eine Pars sternalis und eine Pars abdominalis. Das heißt, er entspringt hier von diesem Bereich der Clavicula. Aufpassen, in diesem Bereich endet der Trapezius Pars descendens und es beginnt die Pars clavicularis vom Deltoideus. Pars clavicularis, Pars sternalis, Pars abdominalis. Der Ansatz vom Pectoralis major ist die Crista tuberculi majoris. Das ist hier diese verlängerte, dieser Rand hier unter dem Tuberculum majus. Wir können uns merken, Pectoralis major zur Crista tuberculi majoris, major zu major. Unter dem Pectoralis major liegt der Pectoralis minor von der dritten, vierten und fünften Rippe wegziehend hier zum Processus coracoideus, das ist der Rabenschnabelfortsatz der Scapula. Was machen jetzt diese beiden Muskeln? Der Pectoralis minor senkt und dreht die Scapula, das heißt, er zieht sie hier runter und zieht sie hier nach vorne und ist auch ein Atemhilfsmuskel. Der Pectoralis major, der große Brustmuskel, kann bei einem abduzierten Arm, also bei einem seitlich weggehobenen Arm, eine Anteversion machen, das heißt ein Vorheben des Armes. Er kann den erhobenen Arm senken, das heißt er senkt den erhobenen Arm, macht eine Adduktion, eine Innenrotation und der untere Teil zieht die Schulter nach vorne und auch der Pectoralis major ist ein Atemhilfsmuskel. Beide Muskeln werden von den Nervi pectoralis innerviert und der Pectoralis major und der minor neigen ganz gerne zum Verkürzen, insbesondere wenn wir viel am Büroschreibtisch arbeiten, aber auch wenn wir im Kraftsport zu viel den Pectoralis trainieren, dann ist er hier verkürzt und die Scapula wird sehr stark nach vorne gezogen und dann müssen wir diesen Muskel natürlich detonisieren und dehnen.